Hallo und herzlich willkommen zu Folge 209. Wir sind ja immer noch hier bei diesem Wrack und erkunden noch ein bisschen die Gegend hier, die, wo wir noch nicht waren, und entdecken direkt nach unten oder. Da ist nichts zu. Was ich den recht schade finde. Die teilen gut aus. Aber halten nichts aus. Und dann haben wir noch eine Moorleiche. Die sogar steht. Zack! So. Und dann gehen wir einfach weiter. Da haben wir noch eine Nein, halt! Nein, niemals! Jawohl! Die kriegst du nicht. Oh, hinter mir ist auch noch einer. Es ist ja doch, also hier ist wiederum die Gegend ein bisschen sumpfähnlich. Liegt dann im ganzen Gewächs links und rechts. Und da hinten haben wir wieder einen Golem. Manchmal sind die echt schwer zu entdecken, aber hier. Toll, die Ruffler kann ich gerade echt gebrauchen. Aber der hat uns ganz schön zugesetzt, aber wir haben ihn nun dennoch vernichtet. Also fressen wir da Buddlerfleisch. Hoffentlich finden wir noch ein paar Grundstücke, aber das werden wir im Verlauf des Spiels wahrscheinlich noch zu Genüge können, hoffe ich doch. Denn ich bin auch jetzt dafür, dass wir die ganzen Tränke nun so, also dass wir das so ausrichten, dass wir oder dass hier der gute Roland. Nein, die EP. Dass der gute Roland jetzt nur noch mit Tränken Stärke und Geschicklichkeit zulegt und. Ja, hallo. Zumindest ist das jetzt der Plan. Da das Spiel aber noch eine Weile gehen wird. Und ich auch davon ausgehe, dass die Gegner natürlich an Stärke dazugewinnen. Bin ich trotzdem noch im Überlegen. Weil irgendwann werden es dann 4 Lernpunkte sein für einen Stärkepunkt. Oder ist es das nicht sogar schon? Zumindest ist es bei Geschicklichkeit noch 3. Das heißt, da könnte man dann noch abwägen. Aber wir haben ja noch 17 Tränke. Noch einer? Oh, zum Glück hat der verfehlt. Ganz ehrlich sein, dass ich gerade für meine Verhältnisse zu ruhig war. Obwohl hier jetzt noch ein Golem auf mich zugesprintet kam. Es lag allein daran, dass ich gerade noch irgendwie. Ich weiß nicht. Ich war gerade einfach überhaupt nicht emotional angehaucht. Und manchmal erschreckt man. Ja. Wenn auf einmal ein Sumpfgolem erscheint, ja, und oder man ist vielleicht sauer, dass man nicht besser aufgepasst hat. Oder was auch immer. Kann ja vieles passieren. Aber ich war gerade eben einfach komplett. Weiß nicht, ey, da unten kann man doch irgendwie durch. Oder ist einfach nur der Berg falsch gesetzt. Auf jeden Fall war ich gerade einfach irgendwie komplett emotionslos. Ich habe realisiert, vernichtet. Realisiert, vernichtet. Total krass. Jetzt muss ich mir hier mein Verhalten im Nachhinein selbst bewerten. So. Mache ich jetzt Unsinn oder soll das so sein? Muss. Okay. Hey, wir sind auf der anderen Seite. Scheiße. Ach, egal.
Wir sind genau da, wo ich hin wollte. Also wenn ihr einen einfachen Weg sucht, ne? Hier wird das Paradebeispiel. Auch wenn das nicht so geplant war und auch nicht so vorhergesehen ist. Ich weiß, hinter mir ist noch einer. Nee, das war nicht der von da oben. Ich dachte, der wäre da runter gedopst, aber das war der gar nicht. Also in dem Gebiet sehen wir hier auf jeden Fall einen Haufen Scavenger. Das heißt, wir können ja noch ein bisschen was für Pfeile zusammensammeln, wenn ihr das denn braucht. Wie ihr es an mir, bei meinem Beispiel sehen könnt, braucht das nicht. Also im Prinzip braucht man eigentlich. Also ich finde die Idee mit dem Pfeil machen echt ganz gut. Aber wenn dann jeder Bandit immer sowieso 50 Pfeile dabei hat, dann verkommt das so ein bisschen, wenn man mich fragt. Ich muss gerade mir noch schon kurz auf die Zeit gucken. Ich weiß nämlich gerade gar nicht. Ah, ne, doch, ich weiß ungefähr. Wir haben jetzt, glaube ich, so um die 5 Minuten. Ich geriet gerade fast in Panik. Aber nur fast. Ich schaue hier nebenbei mal auf die Uhr. Kann ich aufnehmen. Von wegen ungefähr 20 Minuten. Jetzt dachte ich, dass ich die vergessen habe drauf zu schauen, habe ich aber gar nicht. Ich habe nur vergessen, dass ich drauf geschaut habe. Und hier haben wir eine Kiste mit ein bisschen Unrat. Und jetzt töten wir den letzten Scavenger, in dem ich es gerade auf Anhieb erkennen kann. Eigentlich möchte ich ja jetzt gar nicht so im Dunkeln hier rumeiern. Aber dahinter ist doch bestimmt irgendwas. Okay, nee. Ja, gut, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob der Kerl, der da oben in der Ruine festsitzt. Ach, das sieht auch noch ein Durchgang aus. Ob der auch ein Bett hatte. Auf jeden Fall sollten wir uns jetzt in die Nähe eines Bettes begeben. Weil wenn es zu dunkel ist, seht ihr nichts und das ist nicht Sinn der Aufnahme. Ich sehe ja kein Hörspiel, ne? Sondern Let's Play. So, das heißt, wir oder ich schau mal, dass ich. Ich gehe jetzt erstmal hier rum. Erstmal schwimmen bei Nacht, ne? Muss sein, davon ist nämlich das Fischerdorf. Ich habe übrigens nochmal nachgelesen. Ich weiß jetzt ungefähr, wie ich das Ganze strukturiere. Ich mache das am besten so, dass wir hier noch ein bisschen rumeiern, die neue Gegend uns anschauen. Dann habe ich nochmal, wie gesagt, nachgelesen. Also wir müssen auf jeden Fall auch Khaled überzeugen, dass das Angebot, also das Bündnis mit Grant Sinn macht. Okay, jetzt mal hier, alles klar. Und ja, dann müssten wir eigentlich echt auch noch zur Sternwarte. Weil da gibt es ja wirklich noch ein bisschen was mit ziemlich viel Sinngehalt. Und ansonsten, ja, vor allem wenn wir da die Spitzhacken besorgen. Habe ich jetzt auch nachgelesen, geht auch hier in der neuen Umgebung ein bisschen weiter vom, also questtechnisch her. Du hast jetzt echt kein Bett, das will mich verarschen, ey. Das kann sich gar nichts, Alter. Oh, war das jetzt okay? Ich hab's überlebt, alles gut. Also, nun denn. Auf zu den Jägerhütten. Also das Konzept ist momentan folgendes. Ich will die neue Gegend erkunden und dann hintenrum auf die Sternwarte treffen. Ich weiß aber nicht, ob das überhaupt möglich ist. Deswegen eier ich auch immer noch hier rum. Wir gehen jetzt erstmal hier runter und nicht da hoch. Wenn wir da hoch auch noch können, aber da unten. Da unten ist aber auch noch ein Weg, den wir noch nicht eingeschlagen haben. Also, das,
Ist einfach nur krass gemacht, alles ganz ehrlich. Ich komme gar nicht hinterher vom Denken. Also doch, es geht, aber die Sache ist, da ist mein Erkundungsdrang zu stark. Ich will dann direkt überall hin. Und das geht ja aus rein physikalischer Sicht schon mal gar nicht. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt nochmal runter und haken den Rest ab von dem Sumpf. Dann können wir entweder da unten durch diese kleine Ritze durch in ein neues Gebiet. Oder wir laufen oben rum. Oder ich benutze den Teleport zum Geisterschiff. Da habe ich nämlich auch Bock drauf und ich weiß jetzt nicht, ob das halt uns zu dem Gammelwrack führt oder zu dem Schiff, das sich irgendwo da hinten verbirgt. Ich hoffe, es ist das da hinten. Das wäre nämlich saumäßig geil. Und hier haben wir, wie gesagt, die Floßansammlung der Goblin-Piraten. Warum hat das hier den Anschein, als wären das hier auf jeden Fall. Aber sollten wir noch ein paar treffen. Denn, keine Ahnung. Wir hatten schon größere Ansammlungen von Piratenkorpens. Ich glaube, bis jetzt haben wir hier auf diesem neuen in diesem neuen Abschnitt. Es waren nicht mal 10, glaube ich. Knapp 10, aber nicht mal 10, wenn ich jetzt mal so spontan schätzen müsste. Also wie gesagt, wir beenden jetzt hier das Gebiet nach dem seltsamen Exkurs durch die Wand. Ach, guck mal. Bin schon zu weit, oder was? Huch, ich wollte nicht springen. Nee, das war hier. Oder war hier die falsche Wand? Ja, genau, die war hier. Ist das ein Baum? Nee, das ist ein Stein. Aber da. Oh, hallo. Sieht so aus, als wäre der gerade gefällt worden. Oder ist dabei, gefällt zu werden. Das wird ihm aber nicht gefallen. Okay. Schlechte Witze-Modus aus. Das sieht seltsam aus. Ich weiß nicht, was für einen Grund das hat. Ob es überhaupt einen Grund hat. Hier ist ja wieder das schöne offene Meer. Schön um 8:40 Uhr morgens. Dann noch so eine Sumpfgasdrohne. Hast die Dinger. Ansonsten hätten wir das hier soweit, glaube ich, abgeschlossen. Hier sind nur so einzelne Klötze halt, Steine, Felsen im Weg und dann kann man dann noch mal zum Strand laufen. Aber ansonsten ist hier nichts. Haben wir hier noch was? Ne, hier war glaube ich eine Moorleiche, richtig. Und dann hätten wir dieses Gebiet so weit abgehakt. Dann schaue ich mal, was uns das hier bringt. Ach nee, das ist halt eine Pyramide, das wollte ich nicht. Welche Rune ist das denn? Ach, acht, okay. Ach, jetzt kommen wir hier oben drauf. Okay. Okay, das ist auch interessant. Und die haben sogar normale Piratensäbel. Wohlgemerkt. Und roter Maat und roter Pirat und roter Piratkapitän. Nichts zu plündern. Stimmt. An sich kommt man gar nicht hoch.
Also ist das ja doch das Geisterschiff und die Geistermannschaft ist sogar schon erledigt. Ich nehme jetzt mal, ich habe jetzt gespeichert, ich nehme jetzt mal keinen Trank. Nichts zu wollen. Vielleicht werde ich es direkt bereuen. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall untersuchen wir jetzt mal dieses Schiff. Denn eine nette Location ist es ja dennoch, ne? Oh, haben wir ein großes Bett. Hat sich ganz schön verkommen hier alles. Frag mich, woher das kommt. Aber an sich ist es relativ groß, das Schiff. Da oben haben wir noch einen. Der hat alles verpennt. Ah, der Säbel liegt hier. Ich bin übrigens echt froh, dass das wieder normale Piratensäbel sind. Da können wir wenigstens wieder ein bisschen Geld verdienen. Denn der Wertunterschied, muss ich mir ganz kurz aufzeigen, der ist nämlich krass. Wir haben... Wo sind denn die Kackdinger? Hier, genau, hier haben wir die alten Entermesser. 60 Schaden, benötigte Stärke 30. Piratensäbel, 5 Damage mehr. Braucht 30 Stärke mehr. Hat aber einen Wert von 700, ne? Und das konnte man halt echt nett verkaufen. Da haben wir wieder 8 Stück von denen, da kann man auch wieder gut Geld eintreiben mit. So ist es jetzt nicht. So, kommen wir hier jetzt überhaupt rein? Alles klar, müssen wir aufknacken. War jetzt nicht sonderlich komplex. Hier liegt doch was. Raub ein Senderschwert. Zeig mal her. Okay, das ist nicht sonderlich stark. Aber es trägt einen Namen. Raubeins Tagebuchseite. Ein goldener Kelch und Laborwasserflaschen. Ein paar Tränke. Und eine Laborwasserflasche. Das interessiert mich jetzt gerade mal. Warum was denn? Warum was denn? Weiter runter, weiter runter. Gib Gas! Briefe des Schiffbrüchigen. Was war denn das eigentlich nochmal? Diese irgendwann verrät, wo Sven Eisenbart schaut. Okay, den Eisenbart, nicht Raubein. Falscher Kerl. Da. Tagebuchseite 75. Da meine Männer wild hinter meiner Schatzkarte hersehen, habe ich diesen Narren eine Kopie der Insel mit falschen Positionen untergejubelt. Die echte Karte aber werde ich in meinem Haus verstecken. Raubein, Kapitän. Das Haus wird wahrscheinlich dieses größere Gebäude sein, was sich noch etwas entfernt von uns befindet. Ich zeige euch aber gleich, was ich meine. Wenn wir denn rein von der Location da hinkommen, oder wenn man das von hier aus überhaupt sieht. So, erstmal Voraussetzungen. Verdammt, jetzt sind die Grundstücke wieder leer. Konnten aber wieder gut was machen, auf jeden Fall. Kann man das von hier aus... da hinten? Stellt euch vor, da wären keine Bäume und dann von Rolands Kopf aus ein bisschen nach oben in die Mitte des Bildes und geradeaus. Da ist zumindest eine Art Haus. Und das könnte eventuell Rauber ins Haus halten. Und oh, das sieht auch mal geil aus. Dass man auch... hier vorne am Schiff nach unten gelangt. Okay, wir hätten auch... Jetzt sehen wir auch, dass es einen zweiten Weg nach unten gegeben hätte. In das Schiff gegeben hätte, und zwar von unten. Aber man kommt ja auch gar nicht anders hoch. Ach doch, hier. Okay, gut. Ich habe jetzt das Schiff soweit innerlich nachvollziehen können. Und hier... Ah, okay, das ist hier kaputt. Gut, dann hätten wir das Piratenschiff auch abgeschlossen und wissen, es gibt vielleicht noch einen Schatz zu holen. Und zwar Raubeins Schatz. Bin gespannt.
Und verdammte Kacke, ist das jetzt echt schon wieder vorbei? Die Folge. Naja, auf jeden Fall. Gehe jetzt hier gerade noch. Jetzt sieht man es von hier aus vielleicht nochmal besser. Also direkt hier oben sieht man leichte Teile eines Hauses oder einer Behausung und da wird dann vielleicht Raubeins Schatz sein. Komisch, habe ich ihn übersehen. Egal, Tod ist tot. Gut, dann würde ich sagen, wir werden dann, ich überlege noch, wo wir lang gehen werden. Auf jeden Fall werden wir irgendwo lang gehen. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht es dann weiter. Bis dahin, tschüss.